Warner Brothers Interactive Entertainment. Held for an unrelated character Slenderman the Fragments of and copyrighted by Warner Bros. Entertainment Inc. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen alten Projekt, nämlich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Trademark. Es ist 10 vor 11 am Abend des 29.10.2013. Ich ärgere mich immer noch, dass Assassin's Creed 4 an diesem Tage nur für Xbox 360 und PS3 rauskommt und für den PC erst am 21. November. Ich habe eine frische Cola Light neben mir stehen, alle Einstellungen sind gemacht, ich habe mein Headset auf und mein CD-Laufwerk ist wieder repariert. Somit wird es Zeit, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban zu replayen, da ja beim ersten Durchspiel einiges schiefgegangen ist, wie man am momentan noch online im ersten Part sehen kann, der dann aber nach Erscheinen dieses ersten Partes ziemlich schnell gelöscht werden wird. Und wir überschreiben einfach mal dieses Spiel hier und beginnen gleich mal ins Spiel. Und erfahrene Spieler verwenden die Tasten A, W, S, D. Ich bin erfahren. Cool. Ha! Steht, dass Sirius Black aus dem Zauberergefängnis Azkaban ausgebrochen ist. Da ist noch nie jemand ausgebrochen. Vor 12 Jahren tötete Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch. In Hogwarts sind wir bestimmt sicher. Was ist los, Harry? Ron, ich habe gestern gehört, wie dein Vater über Sirius Black redete. Das Zaubereiministerium glaubt, er sei hinter mir her. Black ist geflohen, um dich zu suchen? Oh, Harry, du musst wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Such bloß keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Aber sie werden ihn doch fassen, nicht wahr? Ich meine, die Muggel suchen ihn doch auch alle. Hexe, komm zurück! Kannst du auf dieses Monster nicht besser aufpassen? Beruhige dich, Ron. Du willst doch Professor Lupin nicht aufwecken. Keine Sorge, Ron, wir helfen dir bei der Suche nach Krätze. Bei der Brücke haben sie aber auch einfach MC Edit durchgejagt, oder? Um die da einzufügen. Na, diese super. Tür ist verschlossen. Krätze könnte überall. Halt doch die Klappe, Ron, und diese Abteile. Das ist ja gemeingefährlich. Halt doch die Fresse, Ron, und diese Abteile sind natürlich extrem riesig. Ich meine. Was ist da für ein Raum? Was ist das? So dick wird ja die Wand des Zuges nicht sein. Und warum? Das wäre ja hier noch Normalbreite eines Zuges. Naja, okay. Sagen wir mal. So vielleicht wäre Normalbreite eines Zuges. Also, das ist doch nicht mehr normal. Die Tür ist verschlossen. Und das könnte man ja glatt als Tanzteppich verwenden hier, der Innenraum des Abteils. Hallo. Ich habe das Gerücht über Sirius Black gehört, Harry. Keine Angst. Sie kriegen ihn sicherlich bald. Wer bist du, Seamus Finnegan? Freust du dich auf dein drittes Jahr in Hogwarts, Harry? Natürlich, natürlich. Hey, Harry. Ich glaube, ich habe eben Rons Ratte den Flur runterlaufen sehen. Ach. Really? Was hey, du nicht sagst. Schau mal her. Draco sucht noch dir, Potter. Ich glaube, der hat eine kleine Überraschung für dich. Ah, nicht falsch denken. Ich sollte nicht so viele Slash-Fanfictions lesen. Einfach nicht, dass er Krätze nicht jagen kann. Boah, halt die Fresse! Alter! Ich hab das Gerücht über Sirius Black gehört, Harry. Keine Angst. Sie kriegen ihn sicherlich bald. Wer bist du? Verschollener Cousin von Ron? Hey, hier drin habe ich Ruhe vor Ron. Ich setz mich zu euch. Alter, schaut euch mal. Ich möchte mal so viel Platz haben in dem Zugabteil. Ich meine, dieses Abteil hat die Breite von einem normalen Zug. Das ist nicht normal. Du solltest die Ratte schnappen, Harry. Ja. Hallo, Harry. Hi. Ich warte jetzt hier. Ja. Juhu. Buggy, Gepäcknetz. Naja, trotzdem. Ich würde an deiner Stelle die Ratte halt suchen, doch die Fresse, Harry. Mich jagt. Warum sollst du sie nicht als erster finden? Der liegt da und schläft. Die Tür ist verschlossen. Ja, der verschließt seine eigene Abteiltür und kriegt sie dann nicht mehr auf. Das ist klug. Hallo. Wir sagen Bescheid, wenn wir was von Krätze sehen, Harry. Ciao. Du solltest Ron bei der Suche nach seiner Ratte helfen, Harry. Oh, du bist es doch nicht. Dort läuft er.
Oh mein Gott! Episch! Türen öffnest du mit dem Alohomora-Zauber, Harry. Drücke zum Aktivieren deines Zauberstabs die linke Maustaste. Halte sie gedrückt, während du die Maus bewegst, um mit dem Zauberstab zu zielen. Ron rennt vor sich selber weg. Nein, aber... Lass die Maustaste los und wirke den Zauber. Ja, ich hab das Spiel schon mal gespielt. Nein, aber ich finde trotzdem, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist schon ein tolles Spiel. Wir können über das Gepäck klettern, Harry. Wir müssen nur drauf zugehen und können dann anfangen zu... Diese Käfige sind geil. Ja, also... Nein, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban... Also, da wird doch nichts passieren hier. Nee, ist aber wirklich ein tolles Spiel. Macht wirklich Spaß zu spielen. Auch wenn es ein bisschen schnell rum ist. Und hier kommt natürlich auch gar kein Teil was raus. Obwohl es ein bisschen schnell rum ist, ein bisschen kurz ist, aber trotzdem schön gemacht. Ich finde, das hätten sie, dieses Schema, das sie beim ersten, zweiten, dritten Teil haben, hätten sie ruhig weiterführen können. Und los geht's. Wir müssen hochspringen, um über diese Kisten zu klettern. Dann los. Du gehst voran. Geh auf die Kisten zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Wie jetzt? Hier kommt gar nichts raus. So viel zum Thema. Ich habe das fucking Spiel schon mal gespielt. Lass uns diese Bertie-Bots buchen. Juhu. Fred und George geben uns dafür ein paar fiese Sachen in ihrem Laden. Juhu. Wir müssen das Ding hier wohl aus dem Weg schieben. Oder einer von uns könnte die Pulse zaubern. Ja, man sieht schon. Wir können jetzt Harry, Ron und Hermine spielen. Und diesmal, jetzt spielen wir... Halt die Klappe! Und jetzt spielen wir Hermine. Ja, ja, bis du kommst, Harry. Bis du kommst. Ist doch schon alles vorbei. Alohomora. Zum Teil schreien die in diesem Spiel ein bisschen übertrieben episch rum. Und diese Umhangbewegung ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Da müsste der ganze Rock wegfliegen, wenn das wirklich so ein Bums hätte. Naja, trotzdem. Auch die Grafiken können sich durchaus sehen lassen. Wenn man, also man sollte sie jetzt nicht von so nah angucken, aber sonst so eigentlich ganz schön. Also. Gott sei Dank. Wenn wir durch dieses Speicherbuch gehen, werden unsere Abenteuer bis hierher gespeichert. Gott sei Dank! Ach Gottchen, nein. Nein, nein, nein. Ich sollte aufhören, das Spiel zu verarschen. Sonst denkt jeder noch, ich würde es hassen. Also ich leider nicht tue. Na klasse. Kretze ist hinter diese Wand gelaufen. Also Ron, du solltest deine Ratte wirklich mal trainieren. Wow! Ein magisch verschlossener Schrank. Wir müssen alle drei gleichzeitig zaubern, um ihn zu öffnen. Ich fang an. Ihr kommt dazu. Oh Mann, Rons Gesichtsausdruck ist echt geil. Und Harry sieht so aus, als wäre eine Frau und hätte Ohrringe in diesem Lebensbild. Was ist denn das? Ein Lumos-Wasserspeier. Ein Wasserspeier, was sonst? Verwende Lumos auf ihn, Ron, und ein geheimer Bereich erscheint. Ich meine, kennt ihr die Waldhorn und Mariechen? Der Harry sieht auf dem Bild aus wie Mariechen, oder? Also wie das Dünne. Ach du Scheiße. Wisst ihr alle noch, wie man den Pulso wirkt? Nee. So. Wurscht. Gehen wir unserer Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich Seiten aus Büchern zu reißen. Oh ja, das war richtig klasse. Genius. Genius. Boah, wer hätte das jetzt erwartet? Ich nicht. Die geben uns nach der Begegnung mit diesen Büchern etwas Kraft zurück. Wobei die einzige, die Leben verloren hat, Hermine war. Aber zum Glück werden alle drei geheilt durch den Schokopop. Boah, gar nicht viel wissen, was dieser da drin ist. Mir unheimlich. Was ist in diesen Käfigen drin? Boah, Ron, das habe ich auch gerade gefragt. Wir sollten ganz bestimmt nicht hier sein. Ich glaube es fast auch. Los, kommt schon. Ach komm, der ist doch schon lange von irgendwas gefressen. Da guck mal. Ach, da sind ja nette Schlangen. Und wie schön symmetrisch die auch hängen. Hier. Ach, und was ist hier drin? Oh, da, ich bleib hier. Ich guck jetzt alle Kisten durch. Ui. Boah, das sieht aber cool aus. Die Flaschen hier sehen cool aus. Egal, da sind Depulso-Seil vom zweiten Teil drin. und so eine Spinne. So eine Spinne, aber in Mini. Und fliegende Bücher. Und noch eine Spinne in Mini. Und Schlangen. Und ich bleib hier. Nein, okay, weiter geht's. Oh, 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 oh
Na, wen haben wir denn da? Potty und das Wiesel. Und das Schlammblut. Wissen, dass dieses traurige Exemplar von Ratte etwas mit dir zu tun hat. Draco Malfoy, hat man dich also in den Tierwaggon gesperrt, ja? Gut gekontert. An dem er Freunde findet. Ich würde euch tatsächlich gerne einen ziemlich interessanten Freund vorstellen. Nehmt euch jetzt bitte. Oh nein, was ist das bloß für ein monströses Buch? Also ich glaube, das ist eine Ausgabe des Monsterbuchs der Monster. Zaubern auf die Seiten! Wir holen sie aus der Luft, Harry. Du gehst tja, Ron und Harry haben zwar gut gekontert, aber Draco hat noch besser gekontert. Ja, also wenn man jetzt diese Seiten angreift, fliegen die auf einen zu und man muss sie dann nochmal angreifen. Ron, vorsicht! Harry? Wenn es zu viele werden, einfach Recto Sembras spammen. Darf ich jetzt schreien? Nein. Ron, du musst wirklich an der Genauigkeit deiner Zaubersprüche arbeiten. Eine Bildkarte, die sammle ich total gern. Full but the fearful. Wenn wir suchen, finden wir garantiert alle 80 Sammelkarten. 80 sind es immer noch. Wir können in das Folio Universitas schauen, nachdem wir eine Sammelkarte aufgehoben haben. Drück die Escape-Taste und klick auf das. Leider kein Bauchtanz mehr. Eher so ein Dubstep-mäßig. Egal. Ja, aber jetzt wird einem schon die erste Änderung aufgefallen sein. Der Zauber, das Zeichen für den Zauber Recto Sembra im zweiten Teil ist jetzt das Zeichen für den Zauber Depulso, der die Funktion von Flipendo in dem Sinn übernimmt. Und der Zauber Recto Sembra hat jetzt ein ganz anderes Zeichen bekommen. Ja. Fritze! Du hast uns ganz schön Ärger gemacht, du nutzlose Ratte. Sieht eher aus wie ein Wiesel, aber egal. Zurückgehen, bevor uns jemand vermisst. Na klar. Ich will keinen Staubsauger! Impulso! Ron, mach hier mit allen Mitteln die Tür! Ich hol Hilfe! Die Tür hier? Was ist das? Ein Staubsauger verkaufender Monster Alien Vertreter ist es, glaube ich, nicht, oder? Wie? Ich mach's kaputt! Geh weg! Impulso-Zeichen! Ja, man sieht schon, es übernimmt wirklich die Funktion von Flipendo. Nein! Ich glaube, man kann aber in diesem Teil gar nicht verlieren. Aber trotzdem. Das macht einem schon irgendwie Sorgen. Bam! Tschüss! Keiner von uns hier versteckt Sirius Black unter seinem Umhang. Geht! Yay! Luppe! Alles in Ordnung? Ja. Was ist passiert? Es ist passiert! Ein Dementor. Einer der Dementoren von Azkaban. Wir sollten zurückgehen. Wir sind gleich in Hogwarts. Geht es dir wirklich gut, Harry? Gut. Mir geht's gut. Ja, also, Lupin hat schon eine geile Stimme in dem Spiel, muss man schon sagen. Und ohne Sprechpausen. Ja, in Hogwarts Schloss und Ländereien findet man irgendwas. Und Hermine waren froh, wieder in Hogwarts zu sein. Harrys Begegnung mit dem Dementor hatte keinen schweren Schaden hinterlassen, außer einem wachsenden Gefühl der Angst. Die drei Freunde eilten zur ersten Unterrichtsstunde, denn sie wollten ihren Unterricht endlich fortsetzen. Ich bin Professor Lupin, euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Unsere erste Stunde behandelt den Carpe Retractum-Zauber. Ron Weasley, kommst du bitte nach...